Vor 10 Jahren war der Kinofilm Wie im Himmel ein riesiger Erfolg. Nicht nur in Schweden, wo der Film gedreht wurde, sondern auch bei uns in Deutschland. Jetzt kommt die Fortsetzung ins Kino. Darüber rede ich gleich mit Steffi. Mein Name ist Klaus und hier kommt der Trailer. Singst, kommen auch die Leute wieder. Komm und sorg für Musik in der Kirche. Dass du hin und wieder vor einem Haufen halbbesoffener Bauern in einem Tanzschuppen jaulst, heißt noch lange nicht, dass du eine Kirche bespielen kannst. Wir sind schon 8 Personen, inklusive Jesus am Kreuz. Woher wollt ihr die Leute dafür nehmen? Es gibt doch mehr Stimmen in Händels Halleluja als Einwohner im Dorf. Nach 16 Jahren an der Supermarktkasse kennt Lena hier jeden im Umkreis von 100 Kilometern, plus Tanten und Cousinen. Dann reicht's wohl als Qualifikation, dass man mal einen Liter Milch gekauft hat? Red doch keinen Schwachsinn! Sie sagten, es wäre mein Konzert. Das ist das reinste Irrenhaus hier. Ja, kapierst du denn nicht, dass sich alle auslachen werden? Was heißt hier vergötten, du Arsch? Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass Jesus getanzt hat in der Synagoge. Nein, weil er nie dran gedacht hat. Hässlich verzoll, was? Bist du nicht? Merk's dir. Hey, willkommen. Rein mit euch, ihr Hübschen. Jetzt singen wir den Refrain, ja? Den schaffen wir, der ist total einfach. Halleluja. Lauter! Du bist unglaublich, Lena. Ich sag vielleicht noch mal ganz kurz was über den ersten Teil, der vor 10 Jahren in die Kinos kam. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch dran erinnern oder vielleicht auch nicht. Es ging damals um den Dirigenten Daniel, der wieder in sein Heimatdorf nach Nordschweden zurückkommt, da den Kirchenchor übernimmt und dann nach einigen Problemen mit dem Chor nach Innsbruck zu einem internationalen Chorwettbewerb fährt, dort aber eine Herzattacke bekommt und dann als sein Chor gerade dran ist und wunderschön das Lied singt, stirbt er auf der Toilette. Steffi, um was geht's denn jetzt in dem neuen Teil? Ja, der neue Teil, Wie auf Erden, schließt eigentlich in dem Sinn ganz direkt an. Es ist 9 Monate später. Lena, eins der Chormitglieder, ist hochschwanger, eben von besagten Dirigenten. Sie ist Country-Sängerin, die Fruchtblase platzt und ab, sie muss ins Krankenhaus. Und das ist sehr literarisch dargestellt, das Ganze. Es hat draußen einen Schneesturm, wie man sich Nordschweden so vorstellt. Es erinnert fast so ein bisschen an Michel aus Lönneberger, der ja auch einmal durch diesen Schneesturm mit der Kutsche fährt. Sie muss also durch diesen Schneesturm, ein Bekannter fährt sie. Ist das eigentlich realistisch, dass man da, wie es im Film jetzt dargestellt ist, wirklich teilweise 180 Kilometer bis ins nächste Krankenhaus fahren muss? Ja, das ist wirklich realistisch. Also in Nordschweden gibt es Käfer, da ist das wirklich so. Also sie wollen ins Krankenhaus, merken schon, schaffen sie nicht mehr, drehen also um nach Hause zu fahren, um da die Geburt zu haben und finden unterwegs noch, vor ihnen liegt der total besoffene Pastor, den hat seine Frau mittlerweile verlassen zwischen den beiden Teilen und sie nehmen den also mit und der wird als Geburtshelfer eingespannt. Und dann irgendwann fragt sie dieser Pastor, als das Kind dann da ist, rette doch meine Kirche, bring mir doch da Leute wieder rein, sing du doch in der Kirche, organisiere ein Jubiläumskonzert für mich. Und das ist eigentlich so der Beginn dieser Handlung. Lena versucht, dieses Konzert zu stemmen mit den Menschen, die sie da vor Ort hat, mit den Mitteln. Wie hat dir so diese Darstellung der schwedischen Dorfgemeinschaft gefallen, die ja schon sehr ähnlich ist wie im ersten Teil? Wie haben so die Leute auf dich gewirkt, die Natur, das Dorf? Hast du dich da wohlgefühlt oder auch was wiedererkannt von Schweden oder war das Filmkulisse? Also ich glaube, das Dorf passt sehr gut, so sind Dörfer in Schweden, so ist die Kirche auch in Schweden. Also es ist ja ein sehr säkularisiertes Land, also es geht keiner in die Kirche.
die Landschaft, das passt alles soweit. Die Leute, klar, die sind sehr überzogen skurril dargestellt. Also diese bunte Mischung dieses Chors allein, die es ja schon im ersten Teil gab. Also ich habe es nie so in Schweden erlebt. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen homogenere Gesellschaft als jetzt in den Filmen dargestellt, natürlich. Im ersten Teil, wie im Himmel, spielt natürlich der Dirigent Daniel die zentrale Rolle. Jetzt ist es seine Freundin Lena, die den Film ja alleine stemmt, kann man schon fast sagen. Wie hat dir ihre Figur gefallen und wie hat dir ihre Darstellerin gefallen? Also die Darstellerin, das ist Frida Hallgren, eigentlich eine sehr bekannte schwedische Darstellerin. Ich finde jetzt in diesem Film, also wie auf Erden, dass sie einfach wahnsinnig überzogen spielt oder ihre Rolle überzogen spielen muss. Also sie ist so mal himmelhoch jauchzend, dann wieder total deprimiert. Sie kreischt, sie schreit. Sie ist wirklich einfach, ich finde sie einfach eine furchtbar anstrengende Person. Also das ist auch was mich an dem Film echt total stört, diese Hysterie, die sie da verbreitet. Also vielleicht sind Frauen so, aber wenn wir so sind, dann möchte ich das nicht den ganzen Tag ertragen. Also ich finde sie wirklich ganz, ganz anstrengend. Und das ist für mich auch eins der großen Mankos dieses Films, dass da ständig nur gekreischt und geschrien wird. Also mir ist zum Beispiel noch die eine Szene in Erinnerung, wo sie dann einfach aus dem Überschwang ihrer Gefühle nach draußen rennt und mit so einem alten Jagdgewehr in die Luft ballert und da Indianertänze aufführt und dann aber völlig euphorisiert ins Haus läuft und die Treppe herauffällt, ja, und sich da irgendwie die Nase blutig schlägt. Das fand ich eigentlich eine ganz witzige Szene, aber ich weiß, was du meinst oder kann das nachvollziehen. Mir ging es auch so mit den anderen Figuren teilweise, also der Kirchenrat, der dann immer rumschreit, also der nie irgendwie auch so ein bisschen mal locker macht, sondern der ist immer der Superböse, der alle unter Druck setzt und droht und der Pastor, der dann immer gleich zur Flasche greift. Also das sind schon sehr, oft kam es mir so vor, die Figuren werden so wirklich mit dem Vorschlaghammer eingeführt in die Handlung und treten dann auch immer wieder so auf. Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin so im Fazit. Wie fällt so deine Bewertung insgesamt dann aus über den Film? Also ich finde, es ist so ein Film, er passt schon irgendwie so jetzt in die Adventszeit. Ich finde ihn nicht absolut schlecht, aber auch nicht super toll, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal anschauen müsste. Also wenn man nach Sternen geht, ich würde sagen 2,5 Sterne. Leider sind da für mich nicht mehr drin, weil es einfach weil ich es sehr anstrengend finde erstens mal. Der Film dauert dann noch 2,25 Stunden und 2,25 Stunden, ich bin nicht so der Fan von super langen Filmen allgemein, aber das muss schon das dann tragen und das finde ich bei dem Film nicht. Er ist streckenweise einfach wirklich die hunderttausendste Chorprobe. Es ist, zieht sich einfach. Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Ich würde auch 2,5 von 5 Sternen vergeben. Mir fehlen eben insgesamt so die Zwischentöne. Also für so ein schönes Programmkino oder auch was im ersten Teil eben deutlich mehr war, so diese Zwischentöne, die leisen, nachdenklichen Töne, die kommen mir insgesamt jetzt in dem Film zu kurz. Es ist immer so ein bisschen vorhersehbar, was passiert. Es muss entweder immer alles furchtbar schlecht sein oder ist es dann auch wieder furchtbar gut, ohne jetzt irgendwas vom Ende verraten zu wollen. Aber da ist es dann auch so, wo man sich denkt, ja, ist vielleicht alles eine Spur zu übertrieben, was da passiert. Aber ich glaube, man kann sagen, für Fans des ersten Teils, die können sich den zweiten jetzt schon noch anschauen. Oder was würdest du sagen? Doch, auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, vielen Dank, Steffi. Das war es von uns. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat, welchen Teil ihr besser fandet oder wie die beiden Filme zueinander passen, würde uns interessieren und bis zum nächsten Mal dann. Danke.